Markus Obiet, stellen wir vor, von dem neuen Gebäude, alles in Holz, ein riesiges Gebäude. Also ich frage mich öfter mal, wie hätte man es denn können, dem alten Gebäude überhaupt machen? Ist bitter nötig gewesen, hä? Ist dringend nötig gewesen. Wir haben sehr schwierige Platzverhältnisse gehabt. Wir haben auch einige Provisorien, sogar von Schulräumlichkeiten in der Maschinenhalle gehabt. Fast nicht zumutbar und haben jetzt natürlich eine tolle Lösung bekommen, die uns das Platzproblem löst. Jetzt haben wir unten eine Taule, dann hat es dort natürlich auch noch Küche, wo man Brot backen kann etc. und so weiter. Das ist ja die Hauswirtschaft, die ist ja hier beheimatet. Oben sind dann eben die Räume natürlich für die Stifte, die wir im dritten Jahr dann dort haben. Und dann hat es etwas im zweiten Stock und da war schon gesperrt gewesen. Was ist denn dort oben? Also es hat nur im Querbau, im kleinen Bau, dort wo der Wohntrakt ist, hat es noch einen Stock mehr. Das Hauptgebäude ist zweistöckig und das andere ist dreistöckig. Und der Stock zu oberst oben, das sind nur noch weitere Zimmer. Also wir haben 27 Doppelzimmer in diesem Betrieb, die wir auch können zur Verfügung stellen für Lernende, die hier übernachten oder Kurs, Tageskurs, die wir auch hier durchführen. Das kann man auch, wenn man Seminare hat. Also. Genau, wenn wir zum Beispiel einen Kurs, der oft mit der Landwirtschaft zu tun hat oder mit Lebensmittelverarbeitung, wir haben zum Beispiel Käserkurs hier, die wir durchführen. Das sind dann wöchige Kurse und die können dann auch übernachten. Und eben, wenn wir es so schauen, das ist ein riesiges Gebäude, aber wenn man die Schläge einkommt, der Dreierschlag, also zu gross ist es nicht, es ist optimiert, angepasst, oder? Also es sind eigentlich Doppelzimmer, Zweierzimmer und wir haben jetzt heute eins noch eingerichtet als Dreierzimmer. Wenn jetzt einmal so grössere Gruppen können, wir haben in den Ferien Musikschulen hier oder wir haben Hauswirtschaft Ostschweiz, wo die mit 30, 40 jungen Frauen können und dann hier ein paar Tage übernachten bei uns und dann hätten wir zu wenig Platz für die Spitze. Und dann tun wir noch drittes Bett rein. Das ist ein vielfältiger Job, das landwirtschaftliche Zentrum. Du hast ja mit Männern, mit Frauen, mit Ausbildenden, mit solchen, die hier einen Kurs machen zu tun. Wahrscheinlich kann man noch extern, könnte man so einen Raum mieten, einen Seminarraum, und hier eine Tagung machen? Oder wie sieht das aus? Also wenn wir noch Zeitfenster haben, wo wir einen Raum nicht beleiten, dann stellen wir den schon zur Verfügung. Das kann mal eine Versammlung sein von einem Verein oder auch von einer Organisation hier, eine Tagung außerhalb unseres Programms. Mhm. Aber es ist jetzt schon sehr gut ausgebucht, also ich traue mich nicht, eine riesige Werbung zu machen. Es ist eine Schulanlage, die man einfach in den Zeitfenstern zwischen denen mal können auch nutzen kann für Tagungen. Wir haben das Ziel doch gross drauf, damit wir nicht einen Haufen anderer Leute drauf haben. Aber wenn man denkt, 16 Franken Stunde lohnt bei der Landwirtschaft. Und dann das riesige Interesse, gell, mit fast Hundertschaften von Leuten. Also das Interesse ist grösser als der Stundenlohn, den man verdient in der Landwirtschaft. Hm? Ja, es hat auch noch viel Berufung hinter diesem Beruf. Lebenshaltung, Lebensform. Es ist nicht nur das Geld, das hier entscheidend ist. Darum ja, ist auch im Moment sicher der Zeitgeist, wo zeigt, dass man Naturverbundenheit hat, dass man möchte auch ein bisschen mit der Natur arbeiten. Und darum laufen die Kurse gut, die Kurse neben der normalen Schule, die mit Ernährung zu tun haben oder mit Natur, mit der Umwelt. Die laufen sehr gut. Jetzt geht gerade hinter dir, wo, das sieht man nicht, ein Fenster drauf. Also man kann dann rausgehen, durch eine wunderschöne Aussicht, hat dort so für einen Balkon. Also die Leute, die hier eben, ein halbes Jahr sind sie einmal da, oder wie lange sind sie einmal die Lernenden im dritten Lehrjahr? Es sind eben verschiedene, die hier übernachten und auch hier ein- und ausgehen. Also eine Hauptgruppe ist natürlich die vom dritten Lehrjahr vom Beruf Landwirt. Die haben dann auch im dritten Lehrjahr das erste Semester hat die eine Gruppe Unterricht, Vollzeit, und dann im zweiten Semester gehen sie dann wieder auf den Bauernhof. Und dann kehren wir es und die zweite Gruppe zurück. Und der Unterricht ist bei uns ja integriert, Berufsweiterbildungszentrum Bux. Das ist ein Beruf von vielen, der dort sehr professionell betreut wird. Und stattfindet dort da für die Landwirte natürlich bei uns, in unserem Zentrum. Wir haben hier einen Gutsbetrieb auch, wir haben Felder, Acker hier. Nebendran entsteht gerade ein grosser Sortengarten. Das ist also nicht unser See, wo wir hier anbauen. Ich denke, da gibt es einen Fußballfeld. Sondern hier bauen wir dann eben Kulturen an. Jawohl. Weizensorten, Getreide. Aha. Verschiedenste Herdöpfelsorten und so, damit der Unterricht auch kann mit Anschauungsmaterial, praxisnah, kann stattfinden.
Eben sehr ein vielfältiger Beruf. Man hat so immer erstaunt, wenn ich die Programme gesehen habe, auch sehr ein schwieriger Beruf. Es ist absolut nicht einfach, auch wenn man anfängt mit einem normalen Arbeitsvertrag mit über 50 Stunden, oder? Wo so eine 16-, 17-jährige Lernende muss leisten, in einer Gastfamilie ist, dann sehr oft weg ist von daheim. Also ist schon eine anspruchsvolle Ausbildung. Und ich glaube, insofern kann man sagen, ist jetzt auch ein passendes Gebäude drumherum. In Schweden sagt man, das Schulhaus spielt auch eine grosse Rolle. Und vorher war es wirklich eng und das ist etwas, was angepasst ist, oder? Ja, es ist jetzt natürlich viel grosszügiger, auch mit dem grossen Bereich zwischen der Maschinenhalle und dem Neubau, mit diesen Gärten. Es wird auch ein kleiner Horizont öffnen. Nicht mehr so in diesen dunklen, engen Räumen, die wir hatten, hilft uns auch ein kleiner Horizont. Für unsere Anschauungen hier zu öffnen. Würde ich auch sagen. Und dann habt ihr ja eben verschiedene Bereiche. Gutsbetrieb hast du erwähnt, natürlich dann auch Maschinenpark. Wir lernen hier einiges, natürlich im handwerklichen Bereich natürlich. Und dort dann auch Werkstätten und so weiter. Also recht eine vielseitige Ausbildung eigentlich, oder? Ja, die ist sehr vielfältig. Das ist auch das Spannende, was der Beruf ausmacht, dass man eben die ganze Breite, also wir haben hier eine Schreinerei, wir haben hier Metallbearbeitung, wir haben eine Schulkäserei, wir haben ein kleines Schlachthäuschen auch hier. Und unsere Anlagen, auch, die wir hier haben, da kann man sehr praxisnah unterrichten und auch spannende Lernsequenzen machen. Einerseits für die Landwirte in der Grundausbildung, in der Berufsausbildung, aber auch natürlich für Tagungen und Kurse für die Landwirte selber, die dann die können zu uns bis sie 70 sind, gehen küssen. Genau, man kann natürlich auch Kurs machen, eben später als Sportberufene. Ja gut, eben, wir sehen einen Haufen Leute, wir sehen einen Haufen Eindrücke, einen Haufen haben wir gezeigt in diesem Film drin. Und eben, einen Haufen müssen vielleicht liebe Leute haben, auch selber schauen. Und jetzt müssen wir ein bisschen präsieren. Ihr habt auch eine spezielle Energiezentrale, die wird jetzt in 5 Minuten vorgestellt. Genau. Also wir haben ja eine Holzschnitzelheizung jetzt auch neu bekommen. Und speziell an dieser Anlage ist sicher, dass wir damit auch die Strafanstalt saxeriert, die Kilometer weg ist, hier über eine Fernheizung können heizen. Und dann auch nebenbei die Oberstufe, das Oberstufenzentrum der Gemeinde ist auch noch angeschlossen. Passt natürlich hervorragend zum Konzept mit dem Holzbau, jetzt auch mit Holzschnitzel hier können zu heizen. Und die Landwirte haben ja auch Wald daheim und die sind hier natürlich begeistert auch von dieser Energie. Zentrale, die wir jetzt neu bauen können. Das nicht will erwähnen, aber das ist selber erwähnt. Die Strafanstalt saxeriert. Ein städtebaulich, der Bau da ist zwar in Holz, das andere ist nicht in Holz, passt ein kleines bisschen zusammen. Aber mit dem Gutsbetrieb mögt ihr nicht kommen. Dort ist saxeriert eine Modernität voraus. Ja, bin nicht ganz sicher. Also, Sie haben natürlich einen wunderschönen neuen Stall, da sind wir noch nicht, oder? Aber wir haben auch in der Technik natürlich ganz spezielle neue Sachen. Also, wir haben zum Beispiel GPS-gesteuerten Traktor eingerichtet und betrieben der auch natürlich um. Melchroboter? Selbst haben wir noch nicht. Wir müssen den Saxeriet schauen. Ja, da können wir, ist ja gut. Wir arbeiten übrigens zusammen. Ich weiss, ja. Immer ja, auch mit genau. Den Maschinen und so und nutzen natürlich die Synergien. Und also da ist noch wichtig, dass wir da miteinander einen guten Schlag kriegen. Was ich will andeuten ist, es ist jetzt ein Haufen gebaut, einiges kommt noch, aber es ist natürlich nie ganz fertig. Es braucht immer etwas, oder, für die moderne Landwirtschaft. Es ist, ja, man ist immer in einem Prozess, wo man wieder Bauten muss erneuern oder können entwickeln. Also jetzt gerade die ganze Digitalisierung in der Landwirtschaft läuft jetzt so recht an. Das heisst für uns auch, gerade im Maschinenbereich, Überlegungen zu machen, wie können wir das hier im Betrieb vielleicht exemplarisch schon mal aufnehmen und noch einführen in die Weiterbildung oder in die Ausbildung. Ja, geschätzte Anwesende, ich möchte Sie hier begrüßen zur Präsentation von der Holzschnitzelführung zu der neuen. Wir haben hier in diesem Gebäude eigentlich verschiedene Sachen untergebracht. Wir haben einerseits gerade rechte Seite hier, von mir aus sehe die Trafostation, die neue, die man in das Gebäude integriert hat. Dann hinten dran haben wir Garagen für das landwirtschaftliche Zentrum. Und hier, Hauptteil, haben wir hier das Schnitzellager im Hintergrund und auf der anderen Seite dann die neue Heizzentrale. Was hängt hier überhaupt dran an dieser Holzschnitzelheizung? Also wir haben hier das ganze Areal vom landwirtschaftlichen Zentrum, das bereits jetzt schon damit von dieser Anlage versorgt wird. Dann hier unten die Schulenlage Türkenau von der Gemeinde, die dran kommt. Da haben wir auch bereits Fernleitungen schon legen können.
Und jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, ich denke, in etwa 1-2 Wochen werden wir dort unten anfangen, die Heizung zu sanieren. Die muss man komplett sanieren. Die bestehenden Kessel werden ausgebaut und dann würden wir dann die auch ab hier mit Wärmeenergie versorgen. Dann, einen guten Kilometer weg, haben wir das Areal von der Strafanstalt Sachsenried. Die Strafanstalt Sachsenried, die hat wahrscheinlich etwa 20 bis 30 Gebäude. Auch die würden wir mit Wärmeenergie ab dieser Zentrale versorgen. Das passiert in mehreren Etappen. Die ersten Vollzugsdirekte, die hier am nächsten sind, die haben wir bereits schon angeschlossen. Und in weiteren Etappen kommen dann da über die nächsten Jahre die weiteren Gebäude dort oben dazu, so damit wir dann eben das ganze Areal könnten von dieser Heizzentrale mit Energie versorgen. Wir haben in dieser Heizzentrale einen Holzkessel mit einer Leistung von 900 kW. Dann in der Filteranlage hat es einen Abgaswärmetauscher, den man zusätzlich noch gemacht hat. Der sollte nochmal etwa 70 kW liefern. Und im oberen Stock der Zentrale ist der Gasheizkessel. Der ist ergänzend zu dieser Holzheizung mit einer Leistung von 1,1 MW. Dann eben Speichervolumen, habe ich schon gesagt, rund 45'000 Liter. Dann haben wir von den Bezügern die Schulenlage Türkenau, die braucht etwa 300 kW. Etwa 350 kW das ganze Areal, landwirtschaftliches Zentrum in Saletz. Mit der Werkstatt, mit dem Verwaltungstrakt plus dem Neubau. Und dann 1400 kW, der grösste Bezüger, wäre eben das Areal der Strafanstalt Sachsenried. Sie sehen hier, das Gerät hat momentan nicht so viel zu tun, wenn er hier natürlich Vollbetrieb ist. Das ist ab der nächsten Heizperiode der Fall. Dann ist der eigentlich laufend ein bisschen im Einsatz, entweder eben aufschichten, das frisch angelieferte Holz auf 4 Meter oder noch eben Beschickung vom Holzkessel. Und bei Vollbetrieb sollte es eigentlich so sein, dass wir etwa 80% der Energie, die wir produzieren, mit Holz abdecken können. Und die restlichen 20%, die Lastspitzen, die würden wir zur Verfügung stellen mit Gas. Dann ist es so, wir haben in der Strafanstalt Sachsenried oben einen weiteren Gaskessel mit einer Leistung von 1 Megawatt. Der Gaskessel in der Strafanstalt oben, das ist eigentlich der Reservekessel. Das heisst, wenn jetzt uns da irgendein Kessel von diesen zwei aussteigt im Winter, dann tun wir eigentlich die Strafanstalt Sachsenried abhängen und die würden dann über die eigene Notheizung eigentlich gespeisen. Und einem von diesen zwei Kesseln, die wir hier haben, entweder der Holz- oder der Gaskessel, langt, um den Bedarf vom landwirtschaftlichen Zentrum plus von der Schulenlage genau abzudecken. Das eben Lieferant ist die Forstgemeinschaft Zennwald. Ich weiss natürlich nicht, wo sie überall das Holz herholen, aber es ist eigentlich wirklich aus nächster Umgebung. Das ist eigentlich auch etwas sehr Wichtiges, dass man da nicht irgendwie weiss, nicht, von wo du da liefern. Die Feuchtigkeit der Schnitzel ist variabel. Wir haben eigentlich im Liefervertrag festgelegt, dass wir da bis 60% Feuchtigkeit liefern dürfen. Und das können wir auch verarbeiten.
Ja, Markus, jetzt sind wir in einem Schulzimmer drin, wunderschön, auch alles in Holz. Und da gibt es etwas ganz Spezielles, hast du mir gesagt. Ja, das Gebäude ist gebaut in Low-Tech-Technik. Also das Konzept ist Low-Tech. Das bedeutet, dass wir keine mechanischen Lüftungen haben oder kontrollierte Lüftungen, sondern alles von Hand machen, mit den Fenstern auftun, mit Klappen auftun, damit wir genügend Luft bekommen, frische Luft haben und auch den Luftaustausch können sicherstellen. Der Nutzer ist hier gefordert, er muss natürlich schauen und mit dem umgehen. Ist aber eine tolle Sache, mehr Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel hier die Querlüftung aktivieren, indem wir einfach hier die Kurbel drüllen. In jedem Schulzimmer hat es zwei so Kurbeln, auch in der Mensa hat es die Kurbeln, in der Aula. Und dann ist off oben. Wir können dann Fenster auftun und dann geben wir so einen sehr rasch Luftaustausch, die Querlüftung. Und wenn wir wieder so tun, dann ist das eben das, die Musik, die wir hier haben. Für mich ist das eben das Low-Tech-Geräusch, das zeigt, wir müssen als Nutzer, die hier drin sind, die Lehrpersonen, auch die Lernenden oder der Hausdienst, der muss hier halt auch selber aktiv sein und schauen, dass die Luft hier gut bleibt. Ist das noch schwierig gewesen, also durchsetzen können, mit einer Low-Tech-Technik, wie du sagst? Hast du heute gesagt, es schreit ja alles nach kontrollierter Lüftung, nach Minergie P und so weiter. Also ist das noch Diskussionspunkt gewesen? Es ist nicht so, dass wir uns hier durchgesetzt sind, sondern das ist im Laufe der Planungsphase das Konzept vom Hochbauamt vom Kanton mit dem Kantonsbaumeister Werner Binotto ist das an uns hergetragen worden. Ihre Idee, hier ein Gebäude zu machen, das möglichst natürlich muss betrieben werden muss. Also wir werden wenig Betriebskosten haben, weil wir haben hier nicht einen Haufen Lüfter und so und die Steuerungen, die man immer wieder ersetzen muss. Der Kanton hat hier wollen, mit uns, es passt natürlich in die Landwirtschaft, so auch ein den natürlichen Umgang aufzutun, Fenster können aufzutun. Für uns hat das sehr schnell, uns hat das rasch begeistert, weil ja, wir sind hier in der Landschaft draußen, in der Natur. Man kann, wenn man gegenüber schaut, die Fenstertüren, die wir haben, nach außen, man kann hier von jedem Raum, von jedem Kursraum, von jedem Schulzimmer, auch von der Mensa, von der Aula, kann man nach außen gehen, auf eine Terrasse. Auch diese Terrasse hat natürlich eine Funktion. Was ist denn das jetzt genau dort? Das ist natürlich durchgezogen, das Ganze, der Low-Tech-Gedanke, indem auch zum Beispiel die Läden. Ganz einfach, das ist ein ganz einfacher Holzladen, wo man kann von Hand kann zumachen kann. Dann hat man Effekt auch ein bisschen von der Beschattung auch ein bisschen, wenn es jetzt Blendschutz, wenn die Sonne im Winter ganz tief kommt oder wenn man mal wegen Beamer ein bisschen dunkler muss haben. Und die Läden hast du bei jedem Fenster? Und da hat es in jedem Fenster, also wir haben hier zig so Läden, ganz einfach, auch sehr unterhaltsarm natürlich, da gibt es nicht viel zu tun, da kann man einfach hin und her schieben. Auch die Beschattung oben für den Winter ist das vor allem ein Thema, denn wenn die Sonne sehr tief ist, können wir hier nach oben runter die Beschattung lassen. Und so haben wir dann einen Blendschutz. Ah, also schon sehr individuell unterwegs, gell? So. Und im Dach oben hat es nochmal einen Blendschutz. Oh, jetzt. Im ersten Stock hier oben haben wir ja so einen Quergang dann, ja, oder einen Längsgang, die ganze Länge vom Gebäude, wo dann die Fenster für Querlüftung raus können, nach außen in einen Außenraum, in den Gang. Und damit da nicht die Sonne auch irgendwo noch, kann auf eine Solinwand scheinen und blenden, hat es auch hier einen Blendschutz mit ganz einfachen Brettchen hier, montiert. Also einerseits einfach, gell, hast du gesagt, aber andererseits, muss man sagen, gell, hat es hier einen Beamer, oder? Hier oben hat es mal einen Beamer und wenn man dann durchtrüllt, hat es dann hier noch einen zweiten Beamer, weiss nicht, komme jetzt da noch dazu, ja genau, einen zweiten Beamer. Also Hightech mit Lowtech verbunden, oder? Ja, ganz genau. Also wir haben, das ist eben der Stall, heute sind die Ställe offen, auch nicht, haben sehr viel Volumen, haben Luft, aber dann haben wir Melkroboter. Und wir in unserem Schulzimmer natürlich auch, obwohl es jetzt Lowtech ist, haben wir ganz einfach ein einfaches Gebäude, aber natürlich mit der neuesten Technik,
wie es üblich ist, heute bei der, in einem Schulzimmer mit einem Visualizer. Das ist das Gerät hier. Früher sind das die Hellrundprojektoren, die dann die Leinwand bedient, der Beamer bedient, wo man kann auf eine Leinwand projizieren kann. Und natürlich auch der Computer, der ebenfalls mit einem Beamer verbunden ist, wo die Lehrpersonen können ihre Präsentationen, Filmausschnitte und all ganz einfach können laufen lassen. Auch mit entsprechenden Boxen hier für die Akustik. Also da ist heute Standard in so einem Gebäude. Wir haben sicher auch, weil wir die Schulzimmer sind eher nicht so lange Schläuche, sind eher breit. Also, und das hilft natürlich, gibt ein bisschen mehr Projektionsfläche und ist auch sehr angenehm zum Unterrichten, wenn man so einen Typ von Schulzimmer hat. Ist du so zwischen den Bänken drin, fast nicht können kehren, von oben nach unten und hinten nach vorne und so weiter. Aber was mir aufgefallen ist bei dem, was ich dir zugelassen habe, ist auch akustisch sehr gut, gell? Wir haben eine Akustikdecke. Das Ganze ist auch noch verstärkt, wenn man schaut, an der Rückwand hat es auch noch mal sogar... Da wäre hinten dran? Hinten dran hat es auch noch zusätzlich ein Akustikwandteil. Und da hinten hast du den Radiator? Ja. Das ist alles? Das ist alles. Mehr haben wir nicht zum Heizen hier drin. Selbstverständlich ist das genügt. Ist auch Handbetter im Sinn, dass wir auch selber die Thermostaten einstellen können. Genau. Auch das gehört dazu, dass wir nicht nur bei der Lüftung, sondern auch bei der Temperatur selber regeln. Ja. Auch das Licht ist kein Bewegungsmelder. Und ja. Wir haben in diesem Haus keinen Bewegungsmelder. Kann stimmen, das Licht? Nein, hier nicht. Aha. Wir haben Räume also in der Aula, ja. Wo wir es dimmen können, ja. Aber in der Schulzimmer nicht. Die Aula ist ziemlich lang, oder? Jetzt sind ein Haufen Leute drin. Ziemlich ein langgezogener Raum, gell? Ja. Was bringst du hier? Wie viele Leute? Ja, mittags, also Tische mit Tisch und Stuhl, können wir so 280 Personen bedienen. Ja. Mhm. Wir haben auch schon mehr gehabt, aber dann ist dann wirklich auch so langsam die Grenze. Und wenn wir mal einen grossen Anlass hätten, können wir den Tisch sehr einfach rausnehmen. Man kann die zusammenklappen und dann könnten wir auch Konzertbestuhlung noch machen. Und wir haben ja noch eine separate Aula, die dann eigentlich für die Anlässe sehr gedacht ist, mit, wo wir dann Vorträge oder Referate haben, wo man auch wieder dann etwa 180 Personen in Konzertbestuhlung können, bedienen. Also separate Aula im alten Gebäude? Nein, noch? Das ist auch im Neuen. Auch im Neuen. Ja. Dort, wo die der Marktstand jetzt war. Ja. Das alte Gebäude wird jetzt langsam zurückgebaut, oder? Wie also der so Teil, wo der Ersatz jetzt da der Neubau ist, der Teil ist schon abgebrochen. Jetzt steht noch der Verwaltungstrakt. Der ist auch später gebaut worden, der Bau. Dort haben wir das Büro von der Beratungsstelle, kantonalen landwirtschaftlichen Fachstellen. Der bleibt jetzt so sicher bis 2025 noch so bestehen. Und dann ist geplant, dass man den wird auch mit dem Ersatzbau, wo man dann wird an den bestehenden Neubau dranhängen würde, würde man dann dort den Bau ersetzen. Ja, eben Markus Hobby, natürlich unglaublich viel, was man hier sehen kann. Eben, man muss vielleicht selber mal herkommen, damit man das eben auch eben sehen kann. Und man kann es ja eben auch nutzen. Du hast gesagt, wenn es Fenster hat, dann kann man eben das auch nutzen, kann sich da einmieten, wenn es jetzt etwas frei hätte. Die Infrastruktur ist vorhanden. Wunschlos glücklich oder hast du noch irgendetwas einen Wunsch? Also ich bin natürlich sehr glücklich. Also vor Ihnen steht ein glücklicher Leiter, landwirtschaftliches Zentrum. Selbstverständlich, wir haben auch Umgebungsarbeiten jetzt, die laufen, die wir auch wollen, nutzen wollen, um möglichst alle die Gärten, die wir haben, auch so bepflanzen, dass wir es konkret als Anschauungsmaterial können in den Kurs einsetzen können. Da sind wir noch recht gefordert. Also im Süden von diesem langen Gebäude entsteht eine Magerwiese, wo wir dann noch zusätzlich mit Bäumen, dann würden die bepflanzt, damit ein frischer Standort, eigentlich so ein frischer, fast ein Windschutz uns hier vor das Gebäude herkommt. Das hilft dann auch, um das Klima, können, das richtige Klima überzukommen, für hier einen, können, den Betrieb
aufrechtzuerhalten. Ja, in dem Fall kann ich noch sagen, da müssen wir auf Filme kommen, wenn wir hier Magerweise sehen. Oder? Vor allem ihr hier mit eurer Abfragerei. Oder? Bei euch, wenn man Landwirtschaft lernt, dann muss man ein halber Biolog sein. Das habe ich ja gesehen. Mit dem Herbarium, weiss der Teufel, was man alles muss machen, was man da alles muss wissen. Und dahinter dann das auch im Anschauungsbeispiel natürlich dann gerade vor dem eigenen Haus. He? Ja, also einerseits einmal für die Berufsbildung, für die Ausbildung des Landwirts haben wir hier Anschauungsmaterial. Dann aber auch für verschiedene andere Aktivitäten. Also wir haben ja auch Praxisversuche. Zum Beispiel hier an diesem Standort ist ganz wichtig, dass wir auch noch den Ribbelmais immer wieder dauernd am Züchten sind. Also wir haben hier Züchtungsversuche. Das letzte Jahr 20 Jahre gewesen, gell? Ja, genau. Und wir haben aber auch noch hier einen Kräutergarten, der auch natürlich die Ausbildung in der Kräuterakademie unterstützt. Pavlovic, genau. Ja. Wir haben hier Wetterstationen, wo wir Daten erfassen, damit wir unsere Prognosedienste können, betreiben können für die Landwirte, wo es darum geht, im richtigen Moment und möglichst gezielt auch Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Nur dann, wenn es nötig ist. Genau, und ich glaube, das tut man auch sehr sorgsam. Da gibt es ja Vorschriften und die Landwirtschaft ist da sehr sensibilisiert. Fehlt eigentlich nur für Hans Oppliger etwas ein Bienenschaustand? He? Also die Bienen sind in diesem Gebäude ganz prominent positioniert. Davon ist ja gedacht. Und zwar ist die Kunst am Bau ist das Thema der Bienen. Da gibt es eine tolle Geschichte, wie das entstanden ist. Aha. Das tun wir dann später intensivieren mal mit dem Hans Oppliger zusammen. In dem Fall alles Gute. Ja. Danke vielmals.